Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya. Und wir haben beim letzten Mal einen großen Umbau veranstaltet. Look at the kitchen. Und außerdem ist Bertha irgendwie wieder zum Leben erweckt. Wissen wir nicht warum. Ist aber auch egal. Außerdem ist unser Garten ein gutes Stück gewachsen. Ich find's großartig. So, die kleine Mausi muss mal kurz Kaki machen. So, sie muss gleich schon wieder arbeiten. Meine Güte, immer muss gearbeitet werden. Aber vielleicht kannst du ja mal ganz kurz mit Bertha spielen. Because she's back. Sie ist einfach so eine gute Gärtnerin. Daran liegt's bestimmt. Luna möchte vorbeikommen. Kein Problem. Wir müssen zwar gleich arbeiten, aber Celeste freut sich bestimmt. Viel Spaß auf der Arbeit. Also, ihre Fähigkeiten gehen sehr, sehr schnell hoch. Also, sie ist schon fast Maximum bei allem. Und sie hat aber noch 21 Tage. Es ist wild. Wir haben aber auch immer Essen im Haus, weil er immer kocht. Und es ist schon irgendwie süß. Oh, und sie zeigt ein Buch. Toll. Level 5 der Fantasiefähigkeit. Ja klar, kein Problem. Sie hätte nur noch zwei Fähigkeiten, die sie maximieren muss. Und sie steht schon kurz davor quasi. Ich meine, wir haben hier ja noch so ein paar Sachen, die man dann erfüllen kann, aber es ist trotzdem wild. Regenbogen-Brownies, yummy. Luna bringt den Müll raus, also es ist einfach. Das ist hier ein glückliches Leben gerade. Wow, die Brownies bringen ja gar nichts. Die kleine Maus ist schon richtig müde. Wie wär's, wenn's Zeit für Geschichten ist? Luna geht jetzt auch. So, dann kann er gehen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich richtig wild, dass ich da noch nicht dran gedacht habe. Sie kann ja auch mal ein Video aufnehmen. Beauty-Tipps, würde ich sagen. Und dann halt über Akne oder so reden. Weil sie hat offensichtlich ja auch Pickelprobleme und so. Sehe ich auf jeden Fall. Tipps gegen Akne. Hashtag Skincare. Hashtag Akne. Ja. Wir können ein paar Sachen weiterentwickeln. Ich weiß nicht, ob wir dadurch ja mehr Geld kriegen, aber selbst wenn nicht, es ist einfach gut für den Flex. Good morning in the morning. Du musst nicht deine Mutter wecken, du kannst schon alleine aufs Töpfchen gehen. So, Bertha wird gefüttert, weil wir möchten nicht, dass sie schon wieder stirbt. Dann wird das Essen aussortiert, was verdorben ist, und dann essen wir. Prinzessin Plumbobs Schloss. Das ist doch ein schönes Buch, was man lesen kann. Also ich würde meine Füße auch auf dieses Ding hier stellen. Ich sag, wie es ist. Wenn da sowas unter dem Tisch wäre, ne? Ich könnte nie wieder meinen Fuß auf dem Boden haben. Dann wird hier wieder verkauft. Und dann kann sie sich ja eigentlich mal ans Video setzen. Süß, wie stolz sie ist auch. Bin sehr stolz auf dich, du kleine Maus. Morgen ist Erntefest. So, weiter bearbeiten. Sie erreicht auch bald ein Level. Dann ist sie Level 4. Slay. Das Herstellen ist an Maya in Fleisch und Blut übergegangen. Nee, wir haben nichts zum Spenden. Geh weg. Okay, dann können wir das hochladen. Du isst jetzt noch was. Dann würde ich sagen, gehen wir heute mal gemeinsam los und singen im Café. Ich meine, es wird jetzt eh immer schwieriger, das Ganze geheim zu halten, dass sie ein Kind hat und so. Deswegen, vielleicht geht sie jetzt einfach dann mit Celeste in die Öffentlichkeit. Sie will ja jetzt auch nicht permanent mit ihr interagieren. Ich meine, das ist ja auch Mamis Arbeit letztendlich, ne? Na dann, let's go! Geht erstmal rein. Oh mein Gott, ist das Outfit süß! Oh, I love it. Okay, singen üben. Los geht's. Ich meine, sie ist Level 10, also da sollte dann auch schon ganz gut Kohle bei rumkommen. 20 Simoleons? Also es ist jetzt nicht schlecht, aber dachte irgendwie, dass es mehr wäre. Und sie spielt im Tresen. Passiert. Aber das macht ihr auch Spaß, also von daher ist ja alles tutti. Aber sie ist bald wieder Newcomerin. Ah, I'm so proud of you. Oh mein Gott, hier ist Paul. Wollte er mal gucken, wie es hier ausschaut oder was? Sie hat ihn einfach gebissen. Das ist doch so wild. Okay, sie möchte was essen. Dann gönn dir doch ein Croissant. Dann kannst du ja mit deiner Tochter auch mal lustige Gesichter schneiden. Die freut sich. Sie mag tiefgründige Gedanken. Aber wie kommt sie darauf jetzt? Sie scheint das Gespräch mit Celeste genossen zu haben. Ich wusste nicht, dass Vierjährige oder so tiefgründig sein können. Aber klar. So, und du singst jetzt noch weiter. Du kannst ja mal ein bisschen rumlaufen. So richtig die Leute nerven. Pat, 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 Süßi. 40 Simoleons auf einmal? What? Hä? Huh? What happened? Haben zwei Leute gleichzeitig was gegeben? Okay, sie ist so kurz davor, Newcomer zu werden wieder, ne? Wieso ist hier Militärpersonal? Danke fürs Geld. Oh, ihr seid so süß. Aber jetzt ist es offensichtlich, dass sie zusammengehören, ne? Aber ich glaube, an dem Punkt ist es ihr auch egal. Gibt's halt Drama. Ab aufs Töpfchen mit dir. Und sie geht schon alleine ins Bett. Aber der Tag war ja auch anstrengend. Ich meine, sie kennt das ja nicht so lange, von zu Hause weg zu sein. Fish and Chips. Er hat sie zumindest noch zugedeckt. Hello. Gehaltserhöhung? 10 Simoleons mehr pro Stunde. Ey, nicht schlecht. Für so einen minderen
Job ist das wirklich gar nicht so schlecht. I'm so proud of you. Sind jetzt schon Level 3 plus 2. Nicht schlecht. So, und sie geht jetzt einfach mal zufrieden schlafen. Muss auch mal sein. Ah ja. Die Zwergis. Möchtest du Kaffee? Möchtest du Bierzeug? Möchtest du einen Kuchen? Yay! Oh, sehr schön. Die mögen das sogar. Alle mögen es. Ich bin ja so glücklich. Oh mein Gott. Und wir können jetzt ja auch diese Deko-Box kaufen. Weil ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass sie jetzt das auch gern dann vernünftig dann auch mit ihrer Tochter feiern kann. Süß. Zum ersten Mal Deko. Och, schön. Dann kann sie ja ein festliches Frühstück für die Family machen. Vielleicht laden wir auch Jeremy ein. Ist ja theoretisch auch Teil der Family, ne? Hallo. Oh, wie süß. Er geht auch direkt zu seiner Tochter, ne? I love it. Sie kann ja mal was Schickes anziehen dann dafür. Ist vielleicht ein bisschen frisch, aber wir sind ja drinne. Elikante und Nubu. Was? Warum? Ich finde nicht, dass das schwierig ist zwischen denen. Nein. Nur weil sie ein bisschen Randale-Kid ist. Aber an sich, er geht ja immer so zu ihr und so. Eigentlich verstehen die sich doch supi. Also, ich sehe das jetzt nicht so. 1488 Simoleons, ey. Heftig. 0 für 16 und selbstständig. Aber das ist auch ihr erstes Video, also. Zu Fest mal rufen. Fight, 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 fight. Süß, ey. Ja, und ihr habt noch kein Wort miteinander geredet. Gesellschaft genießen. Oh, nö, ist das süß. Okay, ein Knutschi gibt's aber noch, ja. Warum ist er gelangweilt? So, wir sind mal dankbar für ihn. Unbehagliche Begegnung, ja. Toll. So, dann führt er mal ganz kurz Bertha. Wir möchten hier nicht wieder einen Unfall haben. Das Waschbecken ist kaputt. Hm, schön. Sophia möchte auch vorbeikommen. Süß. Ja. There she is. Warum bringen meine Freunde nicht immer den Müll raus? Ich finde das richtig süß. Er muss los. Okay, er hat anscheinend doch jetzt nicht so viel Bock, hier zu sein. Ach, Sophia, geil. Wie kann man so süß sein, ne? Ich glaube, wir müssen für sie auch mal dankbar sein. Wie süß ist das? Schmeißt die den Haushalt für uns? Die Türen sind nicht abgeschlossen. Das ist natürlich nicht so schlau. War ja nicht, dass sie hier escapen kann, ne? Dafür ist sie noch ein bisschen jung. Also, wenn sie ein Kind ist, darf sie gerne rausgehen. Aber jetzt ist es ein bisschen wild. Könnt ihr zwei Mäuse eigentlich auch mal irgendwie ein Foto zusammen machen? Das wäre übel süß. Wieso hat sie schon wieder einen Crush? Hör auf, du bist in einer Beziehung. Hallo, könnt ihr ein Foto machen? LG. Ach, ihr Süßen. War. Nein. Das finde ich so passend für Teenager einfach, ne? Süßies. Die Hälfte ist eh wieder verwackelt. Da ist ein Zwerg. Die beiden sind verwischt. Also einfach schön. Warte, wir können... Ich vergesse den Cheat immer. Das wollte ich jetzt nicht. Aber ich will das hier haben. Und dann können wir da süße Fotos reinpacken von unseren Freunden. Was soll denn das hier? Seit wann machen sie sowas? Bitten, kein Chaos anzurichten. Aufräumen. Und du gehst Kaki machen. Wir versuchen jetzt nochmal über unsere Schwärmereien hinwegzukommen. Die kommen zwar eh wieder, aber Versuch macht klug. Jeremy ist wieder da. Vielleicht dachte er sich so, war vielleicht doch scheiße, dass ich einfach gegangen bin. Er zeigt uns irgendwas auf seinem Handy. Oh, er gibt uns eine Rose. Also er ist auch schon süß, ne? Oh mein Gott, jetzt hat er einen Crush wieder auf uns. Also, aber es ist gut, die sind in der Beziehung so, aber... Dann könnt ihr ja auch nochmal ein Foto zusammen machen. Dann müssen wir mit Luna noch eins machen. Dann haben wir mit allen ein schönes Foto. Und dann haben wir die an der Wand und dann sind wir glücklich. Ich dachte gerade, das wäre eher, aber... Das wäre auch zu wild gewesen, du. Hauptsache, der Fernseher läuft im Hintergrund. Süß. Kann sie sich ja hier so ins Schlafzimmer hängen. Das ist eine Sache, die machen Leute. Und das hier kann sie ja auch auf Simstagram hochladen. Einmal kurz ihren Eltern eins reinziehen. Ziehen? Reindrücken. Genau, weil letztendlich ist er ja auch hauptsächlich der Grund, wieso sie weggelaufen ist. Die Eltern so, oh mein Gott, sie hat immer noch mit ihm zu tun. Ach, ihr Süßmäusis, ne? Wirklich, oh mein Gott, da, sie hat jemanden ihm. Ihr ein Kussi geben. Ich lieb's ja so. Maximierte Fähigkeit. Ja, kein Problem. So, dann isst mal noch was, kleine Maus. Was macht hier ein Teenager? Also, ich meine, mit dem dürfen wir reden, aber was will der hier? Bitten ihn jetzt zu gehen. Das ist sehr weird. Die haben heute voll viel Leiste wieder bekommen. Hä? Also, manchmal verwirrt mich das sehr. Wir verkaufen übrigens die ganzen Samenpakete. Ich pflanze die nicht alle an. So, und kann Papa dich vielleicht schlafen legen? Nö, kann er nicht. Schade. Wir gucken mal, ob wir uns was Neues leisten können. Hatten wir auf irgendwas gespart oder so? Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich meine, mutig würde zum Beispiel total viel Sinn ergeben. Aber das dauert wohl noch ein bisschen, bis wir dahin kommen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Celeste braucht mal ein Bad. Also, die Zwerge waren auf jeden Fall fleißig. Oh mein Gott. Nee, ich wollte nicht das ganze Zimmer verkaufen, danke. Dann die Zwerge noch.
Wir haben einfach 10.000 Simoleons. Damit können wir safe Amayas Zimmer ausbauen. Also halt mal ein bisschen was hinzufügen, weil sie hat jetzt ja immer zurückgesteckt und so. Süß. Da verdient sie das auf jeden Fall. Ich finde, das sieht richtig süß aus, dass der Garten jetzt ja hier auf der Seite ist irgendwie. I don't know. Irgendwie macht es einfach mehr Sinn. Okay, unser erstes Video macht gar kein Geld mehr. Schade. Aber ist auch krass. Ich meine, wann haben wir das gepostet? Das ist ja in-game schon Wochen her. Hör auf, nicht. Du kannst nicht jedes Mal dein Haus hier zertrümmern. Junge, wir sind nicht angefreundet, wir sind zusammen. Dieser Babysitter macht mich richtig sauer. Warum ist der immer existent? Was will der von uns? Wir können ja Luna mal eine glückliche SMS schicken. Vielleicht hat sie ja Lust, was zu unternehmen. Und ansonsten geht sie ein bisschen boxen. Nein, lass mich in Ruhe! Yay, sie hat einfach alle Fähigkeiten. Voll. Ist halt die Überlegung, ob man dann halt auch wirklich sagt, keine Ahnung, wenn wir, also das Einzige, was ich nicht sehe, ist das mit der Freundschaft, aber wenn wir halt irgendwie alle von diesem Meilenstein haben, ob man dann Celeste früher altern lässt, weil, also, bei den Säuglingen, ja, das war ja lange auch ein Säugling, die Zeit, aber da gab es zumindest immer was Neues zum Lernen und wenn wir hier dann wirklich nichts mehr mit ihr zu tun haben, ist es irgendwie auch langweilig? Also müsst ihr mir mal sagen, was ihr davon halten würdet, wenn wir sie einfach ein bisschen früher altern lassen, weil 18 Tage noch und wir haben dann nichts mehr mit ihr zu tun, weil das beides würde Celeste das Kunstwerk mit anderen Augen betrachten, wenn sie etwas mehr Fantasie aufbringen würde. Und das hier mit Bewegungsfähigkeit maximieren, was wir eigentlich schon haben, aber okay. Das ist ja easy peasy und ich glaube, so viel kommt da dann auch nicht mehr. Ja, also mich würde eure Meinung interessieren, ob wir dann einfach sagen sollen, okay, reicht. Und dann machen wir sie einfach schon zum Kind. Ich meine, ich kann auch mit ihr, bis sie von sich aus altert, dann als Kleinkind spielen. Das wäre für mich jetzt auch kein Problem, aber ich glaube, es wäre spannender, wenn sie dann eben schon ein Kind wäre. So, und sie kann einen Vlog aufnehmen. Hä? Warum wurde das Video da jetzt nicht angezeigt? Naja. Sie ist ein Sternpromi! Sie nimmt auf jeden Fall dieses Unternehmenspartner, würde ich sagen. Und dann nehmen wir noch Networking. Bin so stolz auf dich. Ah, sie macht schon wieder eine Phase durch. Ja. Girl, du machst schon die ganze Zeit 50 Phasen durch. Du bist von zu Hause weggelaufen. Die süßen Mäuse unterhalten sich hier jetzt gerade noch schön. Aber ich würde an der Stelle den Part beenden. Amayas Zimmer können wir dann immer noch beim nächsten Mal neu gestalten. Ich bin schon sehr gespannt, wie das werden kann. Ich meine, wir haben 11.500 Simoleons. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen was mitmachen. Ich freue mich. Sie hat das auch einfach wirklich mal verdient, dass sie sich was für sich selber kauft. Und wie gesagt, wegen Celeste und der Alterung, gibt mir Bescheid, wie wir das regeln wollen. Und dann machen wir das so. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin und tschüss!